Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind gerade in unserem Glas Iglo wach geworden, haben heute Nacht leider keine Nordlichter gesehen. Jetzt machen wir uns fertig und dann machen wir uns erstmal auf den Weg zu zwei Wasserfällen. Das hier war unsere Kuppel heute Nacht. Steht einfach irgendwo auf dem Feld. Und da drüben ist noch eine zweite Kuppel, aber mehr Kuppeln sind da nicht. Was nur schade war, unser Licht ging nicht. Aber na gut, sind ja eh spät gekommen und sind relativ schnell ins Bett dann. Wir sind jetzt beim Selja Landhaus angekommen. Das ist der erste Wasserfall des Tages und der fällt 60 Meter in die Tiefe. Da kann man laut Google auch hinten dran vorbeigehen. Das ist auch der einzige, wo man hier hinten dran vorbeigehen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir im Winter da hinten dran vorbeigehen können. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wir haben jetzt noch ein Parkticket geholt. Das hat hier 6 Euro gekostet für 24 Stunden. Das ist auch meistens so, dass man hier nur fürs Parken zahlt und für die ganzen Attraktionen dann nichts. Daher finde ich das eigentlich relativ in Ordnung. Der Wasserfall gehört auch schon wieder zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ist wahrscheinlich doch kein Weltkulturerbe, sondern irgendwas anderes von UNESCO. So wie wir uns das gedacht haben, ist der Weg auch hinter dem Wasserfall gesperrt wegen Eis und Schnee. Aber da wäre auch gar keine Möglichkeit zu laufen. Da ist alles voller Schnee. Wir laufen den Weg jetzt noch entlang zu einem anderen Wasserfall. Das sind nochmal 500 Meter. Hier sind wir in einer Höhle. Wir sind jetzt eben noch in den Wasserfall geklettert.
Ich bin natürlich eingebrochen, habe jetzt einen komplett nassen Fuß und eine nasse Hose. Aber bis jetzt ist es mal noch nicht kalt, also alles im grünen Bereich. Wir laufen jetzt zurück zum Auto, gönnen uns noch eine heiße Schokolade und dann geht's weiter zum nächsten Wasserfall. Wir sind jetzt beim nächsten Wasserfall angekommen, dem Skogafoss. Da kann man an der Seite wohl auf eine Treppe hochlaufen und mal sehen, ob wir da hochkommen, weil wir halt nicht so Stollen für die Schuhe haben. Und so wie das aussieht, quälen sich die Leute da schon wieder ein bisschen ab. Das ist der Weg hoch, wo die Leute jetzt gerade hochgehen. Der Wasserfall ist 60 Meter hoch und 25 Meter breit. Es ist auf jeden Fall ganz schön rutschig hier im Winter, weil durch den Wasserfall kommt Wasser halt auf den Schnee und dadurch entsteht Eis. Hier sind auch schon einige hingefallen. Ich habe mich jetzt ganz langsam vorgerobbt, bis ich ziemlich weit vorne war. Wir sind jetzt doch noch hochgelaufen. Jetzt hat man die Sicht von oben vom Wasserfall, wie ihr eben gesehen habt. Jetzt werden wir uns hier oben noch ein bisschen umschauen und dann geht es die Treppen wieder runter. Von da unten sind wir hochgelaufen, waren da auf der Aussichtsplattform und hier jetzt noch Drohne fliegen und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg runter. Zehn Minuten vom Wasserfall entfernt liegt am Strand ein abgestürztes Flugzeug, das wir uns jetzt noch angucken gehen. Dafür müssen wir jetzt 4 Kilometer vom Parkplatz ans Meer laufen und wir hoffen, dass es sich lohnt. Hier ist das verlassene Flugzeug, aber so verlassen ist es gar nicht. Es sind doch einige Leute hier. Ich glaube auch, dass gerade so ein Tourenbus hier ist und die jetzt alle hierher gelaufen sind. Vielleicht haben wir aber gleich Glück, dass die alle gehen und dann haben wir das Flugzeug für uns alleine. Can only get better, and this is only a matter. It can only get better, it can only get better. Turn your sorrow. Wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg, laufen nochmal 4 Kilometer. Gemischt würde ich sagen, schon cool zu sehen, wenn man Zeit hat. Aber wenn man jetzt wenig Zeit hat, dann würde ich das vielleicht nicht nochmal machen. Oder den Shuttlebus nutzen, der angeboten wird. Wir sind jetzt wieder zurück im Auto, haben insgesamt ca. 2 Stunden gebraucht. Und jetzt geht's noch auf eine Halbinsel und die schauen wir uns dann auch noch an. Wir sind jetzt am Parkplatz angekommen. Den Namen von der Örtlichkeit hier blende ich euch jetzt wieder ein.
Und wir laufen jetzt noch ein Stück, zeigt euch gleich wohin. Unser Ziel ist jetzt nochmal ganz hier hinten und da laufen wir jetzt gleich hin. Hier hat der Parkplatz wieder nichts gekostet. Das einzige Mal, wo wir Parkgebühren zahlen mussten, war beim ersten Wasserfall gewesen. Bei den anderen war es jedes Mal frei. Ein kleiner schwarzer Strand und dann die Wellen auch ganz schön heftig. Die hört man schon ganz am Anfang, wenn man hier anfängt zu laufen. Hier wird sogar vor den Wellen gewarnt, weil die raus ins Meer ziehen. Wir sind jetzt noch an den Strand gefahren, wo wir eben von oben gesehen haben und wollen uns hier jetzt noch den Sonnenuntergang angucken. Und da hinten, wo die Sonne jetzt untergeht, da waren wir gewesen, also hier. Und hier drüben ist auch noch eine Höhle, die wir uns dann bestimmt gleich auch noch angucken, sobald die Sonne untergegangen ist. Damit verabschiede ich mich auch vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video.